Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Banjo-Tooie. Wir haben das letzte Mal das Abenteuer angefangen, ein Kartenspiel war da und jetzt sind wir in einem neuen Dorf gelandet, das es meines Wissens nach in Kazooie nicht gegeben hat. Aber naja gut, davor war ja auch nicht dieser Höhleneingang, der ja jetzt entstanden ist. Ach komm! Hat er mich auch noch überrascht hier? Meine Güte. Ja, und heute werden wir uns noch ein bisschen umsehen, die Story weiter fortsetzen. Die ist auf jeden Fall sehr spannend, muss ich zugeben. Ich muss ehrlich zugeben, dass die Story bis jetzt mich wirklich gefesselt hat. Das war aber auch alles. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Daher kann ich jetzt gar nicht sagen, warum viele sagen, dass Kazooie immer noch ein besseres Spiel ist. Vielleicht hat es auch mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Die gehen mir nicht auf den Nerv. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in diesen komischen Haus rein. König Kringallings Dingen. Wie auch immer. Nun, was gibt es? Ich bin König Jingaling, König aller Jinjos, überhaupt der Herr über dieses Dorf. Dein Reich wird etwas leer. Mein Volk wurde von diesen Hexen und ihrer riesigen Maschine in alle Winde verscheucht. Eigentlich genieße ich ja die Ruhe, aber ich brauche sie für das Steinballturnier nächste Woche. Klingt mir nicht allzu wichtig. Doch, und wie? Es herrscht eine große Rivalität zwischen den Jinjos und den Maulwürfen. Wenn wir nicht auftauchen, könnte das Probleme geben. Oh je. Genau, aber hier ist nur, hier ist noch ein Anreiz für die Rettung meines Volkes. Ja, wir haben ja im letzten Teil, haben wir ja die Jinjos gerettet. Ich glaube, du solltest Meister Puzzlo in seinem Tempel aufsuchen. Puzzlo? Ja. Puzzlo! Er ist der Anführer eines Ultin und geheimen Ordens, der die mysteriösen Mächte des Kristallpuzzlos anbietet. Uralter Orden? Kristallpuzzlo? Das hast du doch gerade erfunden, oder? Nein, ehrlich, das ist alles wahr. Ist sehr wichtig für euer Abenteuer. Denn nur der Kristallpuzzlo kann die Welten öffnen, die ihr betreten müsst. Kannst du uns den Weg zeigen, König Jingling? Es wäre mir eine Ehre. Das würde ich da hoffen. Ja, da waren wir doch im letzten Part drin, ne? Stimmt, da habe ich ja nach Easter Eggs in dem Raum geguckt. Aber keine gefunden. Wie gesagt, mir wurden halt zwar Dinge gesagt, dass da Easter Eggs geben soll, aber... Naja. Vielleicht finden wir noch welche. Wer weiß. Nicht schlecht für ein König, was? Ja, sein komisches Haustier-Ding war cool. Suchen wir diesen Puzzlefritzen. Das würde ich aber auch mal sagen. Stattdessen. Das sieht gefährlich aus. Das sieht definitiv gefährlich aus. Mädels, die Zeit ist rar. Wie werde ich wieder mal den Körper kriegen? Deine Reime nerven. Hör auf oder wir werden es nicht tun. Meine Güte. Meinetwegen.
Bob, das ist Mingi und ich konstruieren den Banner Lebenselixier aus Erden, Pflanzen und Wesen ersaugt. Lebensenergie in Tank wird gelagert. Duschen wird Grunty, wenn Tank ist voll. Deinen neuen Körper du wirst haben. Welch herrlich niederträchtiger Plan. Wie lang wird es dauern, bis der Tank voll ist? Schlank du bist, nicht bist, also wird es benötigt. Also fangt an zu ballern. Geduld, du musst haben, weil erst gefunden werden muss. Der vermeinte Jingling gab dem Pelztier gerade ein Pusslot. Dann sollten wir wohl den Jinso-König alle verballern. Autoziel, Bob hat Kopf, Knopf nur, muss drücken. Die reden so komisch, dass man wirklich durcheinander. Aufgeschwärmt, Bob. Nun ist so Feuer, wenn's jetzt startet. Texte machen wenigstens vernünftige Texte noch. Sie reimen sich, aber sie sind vernünftig. Aber diese beiden, die reden ja, ich sag mal, wie Yoda. Bob hat getroffen. Lebensenergie jetzt fehlt. Pech, Bob hat gehabt. Wir haben verpasst. Egal. Wie steht's mit dem Verräter Jingling? Der sieht anders aus. Hi, hi, hi! Er wurde zum Zombie! Das kommt denn ja nur zugute, oder nicht? Erfolg, Bob hatte Jinglings Lebensenergie, wir jetzt haben. Gut, Mädels, lasst uns die ganze Insel abballern. Das wird erst gehen, wenn Bob aufgeladen ist. Stunden, das wird dauern und wer wird sich rächen? Ha! Keine Sorge! Jetzt, wo der Maulwurf und Jingling weg sind, steht er alleine da. Er wird uns nie rechtzeitig finden. Das wollen wir doch mal hoffen. Nicht hoffen. Ja. Ich sag, von der Story her gefällt mir das Spiel richtig gut. Und deswegen habe ich auch Lust bekommen, weiterzuspielen jetzt. Ja, ich habe richtig Lust bekommen. Und jetzt müssen wir wieder zurück zum Maulwurf. Ich werde mir aber noch ein paar Federn holen. Es gibt ja auch noch diese Unverwundbar-Federn. Und die werden hier einen wirklich hingeschmissen. Das ist ein einziger Nachteil, finde ich. Aber wiederum gut für mich, finde ich. Das macht es ja einfacher. Aber will ich es jetzt unbedingt einfacher haben? Vorher gab es die ja einzeln. Und jetzt kann man sie in Häufen finden. Wo war das nochmal? Hier, ne? Genau. Linke Seite. Das war eigentlich hier. Das war sogar hier, ne? Wir haben aber noch nicht die ganze Höhle gesehen. Ach, hier haben wir das Easter Egg. Da ist das Easter Egg. Hallo, Banjo. Hi, Lumpy. Weil du und Papi, mein Papi, gute Freunde seid, gebe ich dir diesen Prototypen Brillen an, der er arbeitet. Ist er zufälligerweise mit seiner Arbeit fertig geworden? Oh, ja, sie heißt Supersichtbrille. Wie funktioniert sie? Nun, wenn Benjo durchschaut, dann drücke ja die C-Tasten zum Heran- und Wegzoomen. Nicht schlecht! Wow, es war gar nicht verkehrt, dass wir hier reingegangen sind. Aber hier ist das gemeinte, das, wo man mir gesagt hatte, Easter Egg von Donkey Kong. Das ist ja das Plüschtier. Ist ja cool.
Hast du sonst noch irgendwas Besonderes? Wir können ja jetzt mit der Kamera rumzoomen. Ja, cool. Das ist nice. Das schöne Easter Egg. Nett. Wie er damit rumspielt. Cool, danke. Wird mir sicherlich helfen. Ich hoffe mal. War gar nichts verkehrt, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Gut. Und du spiel mal schön. Hallo, Benjo. Hi, Klaus. Ich und Papi spielen. Das hatten wir ja schon mal, ne? Obwohl, nein, das hatten wir noch nicht. Oh, dann tut's mir leid. Jetzt war ich ein bisschen durcheinander. Dann waren wir noch gar nicht in den ganzen Räumen drin, ne? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich, ja, ist okay. Ich werde euch einfach mal in Kurzfassung sagen, was da, worum es halt geht. Also, im Großen und Ganzen hat er eigentlich nur was davon erzählt, dass er mit seinem Vati in so ein, in diesem Turnier, was wir ja gerade gehört haben von diesem König Klingling, hingehen möchte. Und ja, da sie ihm nicht unbedingt sagen wollen, dass er, ich sag mal, verstorben ist, ja, haben sie ihn mehr oder weniger so ein bisschen austricksen wollen. Und naja, ja. Er weiß ja nicht, worum es geht. Ich war jetzt so ein bisschen abgelenkt, weil ich hatte ja zweimal eine Aufnahme gemacht. Und das ist jetzt halt die zweite Aufnahme. Und deswegen bin ich gerade durcheinander gekommen. Macht ja nichts. Bei dem nächsten Mal passe ich auf. Dann waren wir ja noch gar nicht in der Höhle. Nee, nee, dann haben wir auch die Frauen dann gehört. Na, ist egal. Ist jetzt egal. Ich bin Puzzlo. Und dies ist mein Tempel. Wenn ihr mich sehen möchtet, muss er zuerst mein Torwächter passieren. Also, Entschuldigung nochmal für deswegen. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen. Hier haben wir noch eine Verbindung. Nee, nee. Lassen wir mal. Ah, aber die funktioniert perfekt. Super. Ich würde mich aber vorher noch mal ein bisschen umsehen, wenn ich dürfte. Die Overworld ist ja... Warum hast du mich jetzt getroffen? Alles klar, hier, komm. Sieht ein bisschen anders aus, die Overworld hier. Außerdem, warum hat das jetzt getroffen? Wer bist du denn? Was? Juhu, du hast mich gerettet. Ab nach Hause. Der war schwarz. Gab es im ersten Teil schwarze Dinos? Ich meine nicht. Das ist ja krass. Was ist das Haus? Wo ist es denn? Ach, da. Ist ja eher irre. Schwarze Dinos gab es, glaube ich, nicht. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich lebe in diesem Haus mit dem Rest meiner gleichenfarbenen Familie. Rette uns alle und du erhältst das Familienerbstück. Naja, ein bisschen informiert habe ich mich ja. Ich habe das Spiel aber noch nie wirklich gespielt, noch nie richtig durchgespielt. Möchte ich nochmal betonen, aber bis zu einer bestimmten Stelle kenne ich das Spiel so ein bisschen schon. Daher, seid mir für den Anfang nicht böse, dass ich manchmal durcheinander kommen kann. Da bin ich! Rein? Ich bin ein bescheidener Puzzle-Jünger. Ich wache über den Propheten seines Tempels, um solche abzuweisen, die seiner nicht würdig sind. Scheint ja Spaß zu machen! Glaubst du, wir sind würdig? Das kommt darauf an, um dich würdig zu erweisen, musst du Bilder nach Puzzlos erbauen. Und wie genau sehen die dann aus?
Puzzleteile eines Puzzles. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie viele hast du denn? Wie scheint, hast du genug Puzzles eingesammelt, um eintreten zu dürfen. Nicht vergessen, keine Kammers oder Speisen vom Mac Puzzles sind Tempel erlaubt. Also keine Speisen von Mac Puzzles. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben die da einen Joke reingesetzt von McDonald's? Okay, Mac Puzzle. Verstehen wir uns gut? Ja. Sei gegrüßt, oh Ausgewählter. Er hat den Tempel des heiligen Puzzle betreten. Trete er vor den goldenen Monologen. Will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Ja, hier. Aber ich muss ehrlich zugeben, du hast wirklich eine gute einen guten Putzdienst hier. Ist ja spiegelglatt. Also glatt nicht, aber spiegelhaft. Der Boden ist frisch. So, jetzt haben wir's. Ja gut. Okay, jetzt habe ich schon gedrückt. Ich komme aber jetzt nicht. Ich weiß nicht, was er jetzt sagen wollte. Oh! Das ist ganz anders gemacht. Wollen wir mal schauen. Wo gehörst du denn hin? Hier hin? Ja. Ah, okay, das ist einfach. Das sieht man an der Ecke. Jetzt nimm nochmal. Nächster. Und das letzte Teil. War ja gar nicht so schwierig. Er hat das Rätsel des ersten Puzzles gelöst. Nun werde ich die Türen öffnen. Oh. Wenn es weiter nichts ist. Die Türe für Welt 1. Mann, ich bin schon sehr gespannt. Die Macht des gewaltigen Puzzlo. Ja, sehe ich schon. Schöne Macht, die du hast. Und damit wird Welt 1 geöffnet. Aufgabe 2 hat er nicht genügend Puzzles. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Okay. Wir werden uns wiedersehen. Also, gut. Wenn es weiter nichts ist, keine Sorge, ich bringe nichts mit von Mac Puzzlo. Ich würde sagen, wir betreten noch ein bisschen die Welt. Also schauen uns noch mal in dieser Welt um. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Majoras Tempel. Das ist eine ein Warfeld. Finde ein weiteres in dieser Welt und du kannst zwischen ihnen reisen. Also quasi wie diese komischen Teleporter am Anfang. Okay. Davor werde ich mich noch ein bisschen umsehen, denn als ich meine vorige Aufnahme hatte, hatte ich tatsächlich was gesehen. Der schwarze Dübel ist mir komplett neu. Da wusste ich nicht. Was ich auch nicht ganz genau weiß, wie man da hochkommt. Wenn einer von euch vielleicht Ahnung hat, wie man da hochkommt, kann er es gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Und ich habe dann hier halt auch noch ein Ginger gesehen. Das war aber alles, was ich von der Welt wirklich gesehen habe. Der rote Ginger. Einer von 6 in dieser Welt, okay? So. Genau. Und Noten gibt es. Das habe ich auch noch rausgefunden. Du hast ein paar Noten gefunden. Junge, suche jetzt mich.
Ach ja, und was mir ganz neu ist, ist diese Plattform. Das ist ein Mumbo-Plattform. Mumbo darauf stehen und große Zauber machen. Hab keine Ahnung. Ich hoffe mal, es ist nicht schlecht. Schlimm genug, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ich hab's halt immer nur gehört und es wurde immer empfohlen von vielen. Nein. Hey, bring deine Lahmknoche her und drücke B. Ja, ja. Ganz ruhig. Ausbilder Jan Jars meldet sich zum Dienst. Schau dir den Typen an. Benzo sieht aus wie Battles in Uniform. Natürlich sehe ich aus wie Battles ähnlich, du Storch. Er ist mein Bruder. Wie geht's denn überhaupt, dieser Tram-Typ? Nicht allzu gut. Kürzlich dahingeschieden unter der Hand der Hexe Grant. Tut mir leid, das zu hören. Vogel. Ist, Er zum Kartenspielen. Typisch! Dann willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen und ist der Hexe einzahlen, was? Einige, eigentlich nicht. Battles hat uns im letzten Spiel schon viel beigebracht. Pah, der kannte doch nur Einfängermoves. Ohne meine Hochgeschwindigkeiten-Techniken kommst du nicht weit. Also gut, dann bring uns doch gleich welche bei. Nicht so ungeduldig, Schlaumeier. Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewähren. Finde ein paar Noten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Hey, einen Moment noch. Wie sehr hast du genug Noten für meine erste Lektion? Irre und staune und töte. Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein, dann treffen die ja auch fast von allein. Drücke C nach oben, dann hast du den passenden Blick. Danach drücke Z und schließe mit Geschick. Das ist dann alles. Weggetreten. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Gibt es eigentlich auch die 100 Noten? Ja. Kann man das irgendwo hier gucken? Wir haben ja das. Ich habe ja das letzte Mal rausgefunden. Ah, wir können sogar sämtliche Statistiken ansehen. Fundsachen. Die Fito-Seite. Ringos. 1 von 6, 1 von 9. Tatsache. Es gibt insgesamt hier 5 Grinjos. Müssen die alle grün sein? Glaube ich nicht. Und 3 Moves und 100 Noten. Aber ich würde sagen, da kümmern wir uns das nächste Mal einfach drum. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es ja, mit einem Daumen. Kommentar, Feedback. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei Banjo. Moment, ich will noch ein paar Noten sammeln, bevor es hier Schluss ist. Du hast ein anderes Warpfeld gefunden. Stelle dich auf das. Ja, okay. Ich wollte mal wieder ein bisschen länger. Na gut. Ach, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Bis dahin. Ciao.